Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Mitglieder und ich sage auch ganz bewusst Freunde. Ich bin ein Mensch, der von Emotionen lebt. Ein sehr ruhiger Mensch bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich erkenne, dass etwas in unserem Land nicht stimmt. Im Jahre 2018 habe ich meinen Arsch wortwörtlich von der Couch hochbekommen in der Causa Chemnitz. Ich habe bis heute davon gebüßt, Freunde verloren, aber auch neue dazugewonnen. Im Jahre 1990 stand mein Geschichtslehrer vor mir und sagte zu mir, Daniel, du hast jetzt die Chance, dich frei zu entfalten, einen eigenen Beruf zu wählen, hinzugehen, wo du möchtest. Nun, auch das möchte ich meinen Kindern sagen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann es nicht mehr und ich liebe meine Kinder. Ich bin 40 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, in Strausberg geboren, in Berlin aufgewachsen, in Hessen groß geworden und nach Sachsen gekommen. Und ich habe die Sachsen als sehr freundlich, als offenes Volk kennengelernt. Und dafür bin ich ganz ehrlich dankbar, weil drüben in Hessen, in Westdeutschland, redet man nicht so offen. Man hält sich bedeckt. Und deswegen sage ich auch, genau das ist der Punkt, warum viele nicht erkennen, was gerade bei uns läuft. Und 2020, liebe Mitglieder, wird kein einfaches Jahr. Es wird ein Jahr, nicht nach Hanau, aber es wird ein Jahr, wo man uns versucht, noch mehr zu diffamieren, wo man uns versucht, noch mehr in die rechte Ecke zu stellen. Wir sind rechts, ja, aber gesund rechts. Wir sind konservativ, wir sind stolz auf unser Land. Warum dürfen wir das nicht sein? Ich verstehe es nicht. Ich setze mich täglich, wenn es geht, mit den Menschen da drüben auseinander, die mit Plakaten vor mir rumrennen, Deutschland verrecke. Entschuldigung, ich war 4 Jahre Bundeswehrsoldat. Ich habe auf dem Balkan gestanden, ich habe 2 Kameraden im Sarg nach Hause geschickt. Warum soll ich mich nicht dagegen wehren? Weil ich meine Meinung nicht mehr sagen darf und ich möchte meine Meinung sagen. Es ist vielleicht heute zu früh. Es ist vielleicht auch zu früh, irgendwo hier für den Landesverband vorstellig zu werden. Man sagt auch, verbrenn dich nicht. Ich sage, warum nicht? Das Risiko muss man irgendwann mal gehen und ich gehe das Risiko. Denn ich glaube, wenn ich im Landesverband sitze, bin ich ein Mitglied, mit dem man reden kann, das man ansprechen kann. Wenn ich jemand ins Gesicht lächle, dann meine ich das auch ernst. Und wenn ich jemand böse angucke, dann meine ich das genauso ernst. Aber ich gucke lieber die da drüben an, böse wie euch. Darum geht es doch. Und deswegen trete ich hier an. Manche sagen, es ist ein Posten. Für mich ist es kein Posten, für mich wäre es eine Aufgabe. Und ihr könnt mir glauben, ich habe Zeit. Und ich habe viel Zeit. Und in der Kürze liegt die Würze. Und damit bin ich fertig. Vielen Dank.